Yeah. Now when you stand up for something, haters are gonna look. Shake it down. Moin Jungs, da sind wir wieder. Und zwar möchte der Lurchi Nummer 1 und ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr in der kompletten Organisation, also in der VIP-Organisation, mit den VIP-Klamotten eine Maske tragen könnt. Und wie das geht, das zeige ich euch gerade mal jetzt in diesem Video. Ihr braucht als erstes erstmal einen VIP, das könnt ihr auch selber machen. In dem Fall war es der Lurchi Nummer 1, super Sache. Und er hat mich dann eingeladen, als Leibwächter für ihn zu arbeiten, um dann nachher Los Santos ein bisschen frisch zu machen. So, jetzt habe ich auch die Einladung bekommen. Die nehme ich natürlich an. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr über das Interaktionsmenü und sucht euch irgendeine Maske aus, die ihr gern zu dem VIP-Outfit tragen wollt. Wenn ihr dann die passende Maske natürlich gefunden habt, dann kann es auch schon fast losgehen. Und zwar, ihr müsst dann an irgend so ein Fernrohr gehen, wie jetzt im Hintergrund steht. Also das kann im Apartment sein, das kann unten am Strand sein. Es gibt auch manche Häuser in den Bergen, in den Vinewood Hills, wo auch so Ferngläser irgendwo rumstehen. Die könnt ihr alle benutzen. Also ist egal. Wir machen es halt jetzt gerade hier im Apartment. Auf jeden Fall, ihr seht im Hintergrund schon, dass es bei ihm funktioniert. Und jetzt kommt mein Part dran. Und da erkläre ich euch jetzt gerade mal, was ihr zu tun habt. Ihr müsst euch jetzt an das Fernrohr hinstellen. Also bei mir hat es gerade nicht geklappt. Jetzt zeige ich es nochmal langsam. Ihr müsst euch so an das Fernrohr hinstellen. Und dann nehmt ihr den linken Stick und drückt ihn nach vorne. Also da, wo jetzt der Lurchi Nummer 1 steht. Und drückt dann 2-3 mal X, damit ihr rennt. Und dann beim letzten Mal X drücken, sofort nach rechts drücken. Also ihr könnt auch an dem Fernrohr vorbei rennen und dann X drücken. Dann kommt ihr auch in dieses Menü rein, wo ihr quasi nicht durchs Fernrohr durchschaut. Und dann tut der VIP, das könnt dann ihr sein oder in dem Fall der Lurchi Nummer 1, tut dann die Klamotte ändern. So wie wir das jetzt gerade machen. Ja, die sah doch gerade schick aus. So, wenn wir dann die passende Klamotten gefunden haben, dann müsst ihr euch einfach ganz normal weg vom Fernrohr begeben. Und dann habt ihr die Masken und das VIP-Outfit. Das ist doch geil, oder? Also, herrlich. Also ich finde es richtig gut. Und dann könnt ihr jetzt mal so ein bisschen draußen die Leute trollen oder erzählen, dass ihr einen neuen Outfit-Glitch habt oder so. Man kann es leider nicht mehr speichern, weil die ganzen Outfits auf der Blackliste sind. Das heißt, falls es irgendwie hinbekommt, dass es gespeichert bekommt, dann verschwindet das Outfit relativ schnell auch wieder so nach einer Minute. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schaut beim Lurchi Nummer 1 vorbei, der Link ist unten in der Videobeschreibung und auch in meiner Abo-Box. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut und eine gute Nacht wünsche ich euch noch.